Letztes Mal sind wir gestrandet und wir haben diese Insel schon ein bisschen kennengelernt. Wir werden uns noch sehr einheben. Wie ihr seht, fühlen sich hier alle bis jetzt schon sehr wohl. Streiten sie sich nicht. Ich habe gedacht, sie streiten sich vielleicht. Aber nein, sie streiten sich Gott sei Dank nicht. Ja, sonst hätte es ein riesiges Chaos geben. Die Schule, die habt ihr auch ganz schön hergerichtet und gemacht, wenn ich geschlafen habe. Habt ihr echt viel gemacht. Ihr hättet meine Hilfe brauchen können. Ja, hätten wir eigentlich nicht, weil du siehst ja, wir haben ganz viele hier. Ich weiß. Heute lernen wir etwas über die Natur. Wir sollten sehr viel Respekt von der Natur haben und sie gut behandeln. Wir sollen auch zu den Tieren sehr lieb sein und oft einfach nett umgehen. Bitte schlagt, also ihr zwei ganz vorne. Ihr sollt jetzt ein Buch aufschlagen mit den Geschichten, Seite 18 und 19. Du, Alice, liest die Seite 18 und du, Elise, liest die Seite 19. Die anderen Kinder, bitte kommen kurz mal vor. Ich muss ihnen etwas zeigen. Nachher kommt ihr dann. Was ist denn, Herr Lehrer? Ich möchte euch etwas zeigen, was wir gefunden haben. Es ist ein sehr seltenes Exemplar. Alice, Elise, ihr lest bitte. Und wenn wir zurückkommen, wir tauschen nachher wieder. Okay. Gut, kommt mal, Kinder. Dann mal. Was macht ihr hier? Ich will auch was sehen. Warte, ich hole es schnell. Schön. Wer kann mir sagen, was das ist? Du, Nina? Das ist ein Kristall. Genau. Kristalle findet man zurzeit wenige, sehr wenige. Und das war ein ganz großer Zufall, dass wir so einen Kristall gefunden haben.
Bitte gehen die. Wir gehen jetzt zurück wie zur Klasse. Okay. Schnell? Ja, wir kommen. Ich glaube, ich habe es euch ja schon vor der Stunde gesagt. Ja, ein Kristall. Genau. Setzt euch also bitte wieder hin. Kristalle sind sehr selten. Es gibt ungefähr noch auf jedem Kontinent einen. Oder auf manchmal auch auf Inseln, wie auf dieser hier. Wer kann mir sagen, was die häufigsten Kristalle sind? Ich, Elise, Bergkristalle. Genau, Bergkristalle. Und diesen hier, diesen violetten, die sind ganz, ganz selten. Es gibt ungefähr noch 3 Stück auf dieser Welt. Wow. Das ist wirklich sehr, sehr brutal. Kinder, habt ihr das auch gesehen? Da ist doch was vorbeigehuscht. Hä? Da nochmal. Ja, wir haben das auch gesehen, Herr Lehrer. Es war rot. Ganz rot. Sollen wir schnell zu Noah gehen? Oder, na, besser gesagt. Ihr bleibt hier und ich gehe schnell zu Noah und erzähle ihm das. Okay? Und weh, ich höre jemanden. Ich hole schnell Frau Bischof. Hallo Kinder, ich erzähle euch jetzt das weiter. Noah, Noah! Noah, Noah! Hm? Was ist, Markus? Hast du das auch gesehen? Ja, da ist irgendwas so ganz komisch Rotes vorbeigeflitzt, gehuscht. Ja, ich habe das auch gesehen. Ich wollte dir das gerade melden. So rot wie dieser, der Papagei Arad, der da neben dir steht. Ja, ich weiß, aber Arad kann das gar nicht gewesen sein. Er schläft nämlich schon fast die ganze Zeit. Merkwürdig. Sehr merkwürdig. Das ist ja noch mal vorbeigehuscht. Und da wieder. Also das geht doch hier nicht mit rechten Dingen zu. Sollen wir ein paar Leute zusammentrommeln und nach diesem Wesen suchen? Ja. Ich gehe nur schnell kurz zur Schule. Ich muss den Kindern Bescheid sagen. Hallo, Frau Mark. Hallo. Kinder, ein paar von uns werden jetzt herumsuchen auf der Insel nach diesem komischen roten Wesen dort. Ihr bleibt hier mit Frau Bischof. Okay. Also, wir gehen jetzt in den Dschungel, um dieses rote Wesen zu suchen. Sollen wir ein Lied dabei singen? Singen wir ein Lied dabei. Wir gehen in den Dschungel, wir gehen in den Dschungel, wir gehen in den Dschungel, um das rote Wesen zu suchen. Singt doch mit! Wir gehen in den Dschungel, wir gehen in den Dschungel, wir gehen in den Dschungel, um das rote Wesen zu suchen. Wir gehen in den Dschungel, wir gehen.